Gut, aktuelle Hochwassersituation in St. Leonhard. Das ist der Blick von unserem Haus in Richtung Süden. Was ihr da hinten seht, diese große graubraune Fläche, das ist die Melk, die man von hier, wo ich gerade stehe, im ersten Stock, bei Normalwasserstand gar nicht sieht. Und wie ihr seht, da hinten sind so weiße Barrieren aufgestellt. Die sind circa ein Dreiviertel Meter hoch und da kommt jetzt schon langsam das Wasser drüber. Es ist leider so, dass dort hinten die Gartenmauern von den Anrainern alle nicht höher sind bzw. sein dürfen. Das heißt, wenn das Wasser mehr als ein Dreiviertel Meter drüber geht, dann kommt es zu uns allen. Und da hier vorne sieht man schon, wie es langsam aber sicher an der Straße zu uns kommt. Gut, das ist die Aufnahme nach Norden. Das sind normalerweise, alles was da unter Wasser steht, das sind normalerweise Felder, die sind gut 3,5 Meter überm Flussniveau. Leider komme ich mit der Kamera nicht rüber von diesem Standplatz zur Mank, weil das ist komplett irre, wie die Mank derzeit agiert. Die ist noch höher wie die Melk. Und ja, so haben wir das an und für sich noch nie gesehen. Also selbst 2009 war gegen das harmlos. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir alle zusammen mittlerweile halbwegs gerichtet. Wobei natürlich, wenn die Dämme brechen, dann ist trotzdem wieder alles vorbei. Da müssen wir halt schauen, wie wir das Wasser in den Häusern draußen halten.